Digitale Technologien sind im steten Wandel. Die digitale Transformation durchdringt die ganze Gesellschaft. In unserer Kommunikation, in unserer globalen Vernetzung und auch unsere Museumsarbeit ist komplett von Digitalität durchdrungen. Die Museen müssen sich natürlich verändern, sie müssen sich ein Stück weit neu erfinden, sie müssen sich neu ausrichten, sie müssen sich modernisieren und sie müssen sich natürlich mit vielen neuen Entwicklungen auseinandersetzen. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, eine Visitor's Journey neu zu betrachten. Wir sind einfach im Projekt davon ausgegangen, dass es einen sehr individuellen Museumsbesuch je nach Motivation gibt und dass der sozusagen schon lange vorher beginnt, im Museum weitergeht und nach dem Besuch nicht endet. Die Erwartung eines diversen und heterogenen Publikums war uns ganz wichtig. Deshalb haben wir auch die Besucherforschung bei uns im Projekt sehr umfassend etabliert. Und alle unsere Anwendungen werden am Besucher entwickelt. Und die wiederum haben ihre digitalen Erfahrungen, die sie mitbringen und jetzt im Museum mit uns zusammen neu erleben können. Neu erleben und natürlich auch erweitern. Also das ist ja das Tolle daran, dass wir ja selbst auch lernen mit dem Projekt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen und mit den Besucherinnen. Und so spielen natürlich die digitalen Medien eine ganz, ganz große Rolle, die Objekte zu kontextualisieren, die Sammlung zu kontextualisieren und verschiedene Blickwinkel auf diese Objekte zu werfen. Ich würde sogar so weit gehen, dass das ohne die digitalen Medien gar nicht möglich wäre, so zu arbeiten. Und dann hoffen wir natürlich ganz klar, dass das, was ihr erarbeitet habt, auch entsprechend Resonanz findet in der Museumslandschaft.